Ja, und genauso wie es bei den Prominenten Beispiele gibt für diese Überarbeitung, genauso ist es auch bei uns im Bekanntenkreis. Ja, wir hatten Hilfe. Und zwar von unserer Nachbarin ist Fiola. Ist Fiola früher viel in der Welt rumgejettet? Also richtig Karrierefrau gewesen, auch im Ausland drin gewesen. Dann aber bei uns in Winterberg hängen geblieben. Also, so, und es Fiola lädt uns alle von den Frauen, sie lädt uns alle einzeln zum Essen ein, um uns kennenzulernen. Einzeln, das ist allerhand, überleg dir das. Und für jede von uns gibt es eine Spezialität aus einem Land, in dem es Fiola schon drin gewesen ist. Als erstes war eingeladen das Lisbeth, obwohl es ja beim Lisbeth am schwierigsten ist, einen Termin zu finden. Das Lisbeth ist unser Krimi-Fan. Jetzt musst du erstmal einen Abend finden, wo kein Tatort wiederholt wird. Fürs Lisbeth gab es was Amerikanisches. Und zwar, warte, wie hieß das? Sperrige Rippe. Sperrige Rippe, wenn du die isst, die musst du dir, da kannst du nicht mit Messer und Gabel dran. Weißt du, heißt ja auch, kannst du die nicht aus den Rippen schneiden. Ich hatte Glück, bei mir gab es was Italienisches. Und zwar diese Nudeln, wo es Steffi Graf immer Werbung für gemacht hat. Warte, es gab ja mehrere. Fusellini? Nein? Die waren es nicht. Fusellini? Strangolini? Linguini, die waren es. Linguini. Die sehen aus, als ob man Spaghettis im weichgekochten Zustand auf die Straße gelegt hätte. So, bleibt mal liegen. Und als ob dann unser Hanni mit ihrem VW Chicorée und abgefahrenen Reifen da drüber gefahren wäre. Also kannst du sagen, wie Spaghettis, aber platt. Und genau wie Spaghettis musst du die so auf die Gabel zwirbeln. Kennst du das? Mal, da kannst du ja verzweifeln. Da denkst du, komm, jetzt noch eine halbe Drehung, dann hab ich's. Machst du eine halbe Drehung, zack, fallen sie wieder alle runter. Ich habe gedacht, wenn doch Profil dran wäre. Und das Schlimme ist, Fiola gehört zu den Menschen, die in das Kochwasser von den Nudeln nicht nur Salz tun, sondern auch noch Öl. Dann stoßen sich ja die Nudeln auf dem Teller gegenseitig voneinander ab und sie sind gleichzeitig imprägniert gegen die Tomatensoße. Die Tomatensoße, die musst du ja mit hochzwirbeln. Weißt du? Und das Treibgut, dieses Schwimmgemüse. Alles mit hoch, alles mit hoch. So, nun war ich gerade dabei, so einen Gabelstapler in den Mund reinzuführen. Da weißt du ja genau, wenn du diese Spaghettis hochziehst, wo der Rest von der Soße, der sich an der Nudel halten konnte, wo der hinfliegt. Genau, ins Gesicht. So, und in dem Moment sagt mit Maß Fiola zu mir, warte. Ist Fiola sagt zu mir, Frieda, du bist schön. Du bist schön. Ich war schockiert.